Diese Fabriken werden nicht menschenleer sein, sondern ganz im Gegenteil. Denn das Besondere an diesen Fabriken ist ja, dass sie sehr wechselweise ganz unterschiedliche Produkte herstellen können. Wir sprechen von einer wandlungsfähigen Fabrik. Wir sagen sogar, dass wir mehrere Produkte gleichzeitig herstellen können. Und das bedeutet, dass aber Menschen die Maschinen ständig auch umrüsten müssen. Denn das geht nicht vollautomatisch, sodass wir eigentlich im Durchschnitt sogar mehr Menschen in den Fabriken brauchen. Allerdings muss man dazu sagen, mit einer etwas anderen Qualifikation. In der Smart Factory muss der Mitarbeiter zunächst einmal neben den Kenntnissen, die klassisch in der Produktion im Maschinenbau üblich sind, also das Umgehen mit den Maschinen, wie funktionieren die, wie kann ich die warten, auch noch Wissen über die Vernetzung, also praktisch IT-Kenntnisse haben. Das haben heute viele Mitarbeiter nicht. Und er muss natürlich auch, diese Mitarbeiter müssen auch Wissen darüber haben, wie das sozusagen Zusammenspiel all dieser einzelnen Komponenten funktioniert. Das ist zum Teil sehr schwierig und deshalb benutzen wir eigentlich, um die Prozesse den Menschen zu erklären, wieder neue IT-Technologien, wie zum Beispiel die Datenbrillen, um ihnen immer wieder sozusagen in einer Schulung zu zeigen, wie der neue Prozess jetzt durchgeführt werden soll. Also wenn zum Beispiel ein Bauteil ausgewechselt werden muss, ein Sensor versagt hat, wir haben ja Zehntausende von Sensoren da drin, da geht auch mal einer kaputt, wie mache ich das? Das kriege ich dann in meiner Datenbrille angezeigt und die einzelnen Handgriffe werden mir sozusagen am realen Objekt vorgeführt.